Bald werdet ihr die Wahrheit nicht mehr von der Lüge des Satans unterscheiden können. Mein Kind, mein liebes Kind, bitte sage unseren Kindern heute das Folgende: Der Weg, der euch zum Vater führt, ist mein Sohn. Nur durch ihn und mit ihm werdet ihr das Himmelreich erlangen, ohne ihn aber werdet ihr an den Widersacher und seine Scharlatane verloren gehen. Meine Kinder, die Zeit drängt. Die Pforten des neuen Königreiches werden nun bald geöffnet werden, doch nur Jesus kann euch dorthin führen. Ohne ihn seid ihr verloren. So bekennt euch zu ihm, meine geliebten Kinder, und wartet nicht mehr länger. Die Verwirrung und die Lügen, die der Teufel nun aussät, werden immer mehr und immer dichter, und schon bald werdet ihr die Wahrheit nicht mehr von der Lüge des Satans unterscheiden können. Ihr werdet eingelullt und merkt es nicht, und auszubrechen aus der Scheinwelt des Tieres ist schwer, denn die Nebel und Schleier, die es um euch legt, führen euch immer noch tiefer in seine Lügenwelt, und somit entfernt ihr euch immer weiter von der Wahrheit, von meinem heiligen Sohn und vom Vater, der sinnlichst auf eure Heimkehr wartet und traurig sehen muss, wie ihr euch fangen lasst von dem, der nur Böses für euch bereithält und dessen einzige Genugtuung im Leid der anderen liegt. Meine Kinder, wacht auf und bekennt euch zu Jesus. Schreit, ja, zu Jesus, und durchbrecht mir diesem Ja zu meinem Sohn die Welt der Illusion des Satans. Nur Jesus ist der Weg nach Hause. Er ist der einzige Weg zum Vater. So ruft ihm entgegen und schreit euer Ja. So werden die Nebel und Schleier durchbrochen, und ihr werdet meinen Sohn sehen. Bekennt euch zu ihm, zu eurem Retter und Erlöser, denn er wird die Fesseln des Tieres von euch nehmen. Vertraut auf ihn, und ihr werdet nicht verloren gehen. Amen. So sei es. In Liebe und mit meinem mütterlichen Segen. Eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.